gibt's noch ein paar Worte. Ingo, du weißt, jetzt ist die Zeit, Bürgermeister zu werden. Bürgermeister zu werden und dein Volk zu besuchen. Ey! Ohne Scheiß, liebes Eschwegel, 10-mal sind wir jetzt hier. Wie ihr es schafft, jedes Mal noch eine Schippe auf die Eschweger Peitsche draufzulegen, ist mir rätselhaft. Aber ey, hört damit bitte niemals auf, okay? Just saying, just saying. So, liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist Zeit, dass wir uns hier mal ein bisschen auseinanderbegeben, denn jetzt wird's nicht nur schön muckelig, jetzt machen wir noch was für die gute Sache. Unsere lieben Freundinnen und Freunde von Viva Con Agua sind heute hier. Und ihr wisst ja, wie das läuft. Man kann mit Becherspenden was Gutes tun. Ihr könnt also durch Saufen die Welt verbessern. Das sind Dinge, die wir Punker immer wollten. Und jetzt geht das. Ich stelle mich jetzt gleich hier rein, mitten rein, in den Circle Pit, der noch viel, viel größer muss, by the way. Und dann stellen wir eine Viva Con Agua Tonne mit da rein. Und dann möchte ich einen riesen Circle Pit um mich und die Tonne drumherum. Ihr könnt dann gerne schon spenden. Was aber viel wichtiger ist, nach der ersten Strophe möchte ich hochgehoben werden mit der Tonne auf euch oben drauf. Und ab da könnt ihr Becher werfen. Wollen wir mal gucken, wie viel wir kriegen, oder? Wo ist denn die Tonne? Ich sehe überhaupt keine Tonne. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Deine Michael Jackson-Treppe übrigens. Can I come down to you? Ach, hör mal, Ingo, wunderbar. Geil, oder? Jo. So ein bisschen auch was von hier, wie heißt der, wenn das hier? Ja, stimmt. Thomas Gottschalk-Treppe. Gottschalk heißt es. Schön. Alle anderen können natürlich da spenden, wo die Glühbirnen an den Fahnen wachen. Ja. Echt, ohne Scheiß. Was für ein geiles Festival ist es bitte, wenn man nur Leute mit Grinsen im Gesicht hat? Willst du mal draufkommen? Kommst du mit hoch? Ich soll auf dich draufklettern! Ich war... Das möchtest du? Ernsthaft? Also so? Warte! Erst vorne! Das ist ja irre! Alle wieder auf die Ausgangsposition! Nicht mit 20 Mann da drauf. Was ist denn hier los? Leute, ihr müsst erst noch ein Circle Pit machen. Aus die Ausgangsposition. An den Rand, alle an den Rand. An den Rand. An den Rand, alle an den Rand. Hältst du das aus? Ernsthaft? Aber geht das? Natürlich geht das. Du bist ja irre. So, du. Alle bist zurück. Unsere Circle Pit-Anführerin. Alle zurück, man muss auch jemanden sehen. Das hier ist die Runde. Wenn irgendjemand hinfällt, bitte aufheben. Und gleich, wenn diese Tonne oben ist, dann will ich gesammelte Spenden darin sehen. In Form von Becher. Ihr habt geheiratet. Happy Birthday. Das hier ist euer Heirats-Circle-Pit. Happy Birthday, ich hab geheiratet. Denn alles muss kaputt sein. Ich mach den gleichen Fehler zweimal. Und ganz sicher zu gehen. Schon sein! Ja, das kann trotzdem! Ja,
wir haben jetzt ja schon viel gemacht, ne? Im Circle Pit. Du warst schon mit dem Fahrrad im Circle Pit. Ich weiß gar nicht, mit dem Sessel auch schon. Aber das gefällt mir mit Abstand am allerbesten.